Wir fangen also hier unser Fantasy-Anime-Abenteuer an mit unserem Magier auf Level 1, der die Welt doch voll kennenlernt. Denn Scheiß tun wir. Wir sind hier bei Frieren schon auf Level 100 Dark Souls New Game Plus 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 Ultra Rapid Fire Competitive Mode am Start. Ja, der Dämonenkönig, der den Plot für 1000 andere Isekai-Animes beigesteuert hat, wurde hier schon längst zerfetzt. Nämlich von den Helden. Himmel mit dem kleinen Pimmel, Heiter, der es immer nur ist, wenn er sich fett einen Wein trinkt, sonst heißt er nämlich Depri. Eisen, aber nicht der Eisen und, naja, Frieren. Ja, der Titel der Serie ist auch der Name des Main Character. So wie bei Naruto, Ranma, Mob Psycho oder... Jedenfalls war die Truppe hier 10 Jahre lang offscreen unterwegs. Genauso wie bei Dragon Ball Z nach der Buu-Saga. Naja, bis uns Super den Plot gegeben hat, was zwischendrin passiert ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich aber auch nicht. Aber hey, wir sehen hier super schöne Sternschnuppen. Ich wünsche mir, dass ihr alle einen Daumen nach oben auf dem Video da lässt. Da die Reise der Helden also nun vorbei ist, nehmen sie hier Abschied voneinander. Frieren möchte hier aber in 100 Jahren wieder vorbeischauen. Ja, 100 Jahre, das ist länger als wir auf eine Berserk-Anime-Adaption warten. Und bevor ihr was sagt, ich meine eine gute. Da Frieren nämlich eine Elfin ist, vergeht die Zeit für sie ganz anders. Also geht sie hier Fantasy-Anime-Abenteuer erleben, die genug Plot für 10 andere Animes hergeben würden. Auch mit Shrek war sie irgendwie eine Zeit lang unterwegs. Okay, gut, zugegeben. Eigentlich hat sie die meiste Zeit damit verbracht, den One Piece-Manga zu lesen. Nach 50 Jahren kehrt sie also zurück und scheiße doch mal, das Anime-Opa-Upgrade steht Himmel mal so gar nicht. Der sieht jetzt eher aus wie Schimmel. Wie versprochen sehen sich die Helden hier 50 Jahre später den schönen Sternschauer erneut an. Ich wünsche mir außerdem, dass ihr alle den Kanal abonniert. Damit kann Himmel also noch eine letzte schöne Erinnerung erleben. Damit geht Himmel also offline und erkundet nun eine neue Isekai-Welt. Die ganzen Dorfbewohner sind hier zwar voll sadness- und sorrowmäßig drauf, doch unsere Helden zeigen keine Emotion, wofür sie hier gehatet werden. Dadurch merkt Frieren auch mal, dass sie eigentlich nichts über Himmel wusste. Und oh, mir fällt gerade ein, da wir bei dieser Story am Ende angefangen haben, habe ich vergessen, am Anfang von meinem Video anzufangen. Das folgende ist eine Fanzufassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Frieren nicht ersetzen soll. Frieren gehört Shugagukan, Studio Metos, Kanehito Yamada und Tsukasa Abe. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Und damit ziehen weitere 20 Jahre ins Land. Und nein, keine Sorge, wir machen hier nicht die ganze Zeit krassere Timeskips als damals bei Schloss Einstein. Frieren trifft hier also wieder auf Heiter, der nun eine kleine Schülerin hat. Ihr fragt euch, wie sie heißt? Naja, genauso wie deine Freundin, wenn du mal wieder Scheiße baust. Ganz weit entfernt von dir. Jedenfalls bietet Heiter hier Frieren an, dass sie ein Buch von ihm studieren soll, um einen Zauber zur Unsterblichkeit zu finden. Das Analysieren davon dauert aber mehrere Jahre. Doch Heiter möchte unbedingt noch ein paar Jährchen länger leben. Ja, er spekuliert halt hart darauf, dass Dragon Ball Super noch in den nächsten Jahren zurückkehrt. Ach, und die Kleine, also Fern, naja, sie ist voll broken und so Final Flash-mäßig unterwegs. Nein, das ist unmöglich, ja! Deswegen wird sie hier auch nebenbei ausgebildet. Das Ganze geht dann 4 Jahre so weiter. Leider geht es Heiter dann nicht mehr so heiter. Das Ganze macht Fern aber ganz schön traurig, da Heiter sie damals gerettet hat, als sie ihre Eltern verloren hatte. Himmel lebte zwar schon lange nicht mehr, doch sein Vorangehen inspirierte Heiter, Fern aufzunehmen. Fern möchte auch hier schnell ihre Ausbildung abschließen, um ihren Wohltäter zu zeigen, dass alles nicht umsonst war. Frieren entschlüsselt dann zwar das Buch, doch darin war kein Unsterblichkeitszauber erhalten. Heiter hat sie nämlich gedribbelt, damit Frieren nebenbei Fern ausbildet, damit sie bei seinem Tod weit genug ist, dass sie keine Last mehr auf Frierens Reise darstellen würde. Heiter ist nun also detto endo, aber Frieren und Fern gehen weiter und werden garantiert nicht scheitern. Oh Junge, werde ich Spaß haben mit den deutschen Namen in diesem Video. Dann findet Frieren eine alte Statue von Himmel auf. Eine alte Dame bittet sie dabei darum, eine Blume aufzufinden, die super selten ist und aus Himmels Heimat stammt. Oh, ja, Frieren ist so eine, die einfach jede Sidequest in Videospielen erledigen würde. Eigentlich tut sie das aber hier nur, weil Himmel sie damals mit einem Blumenkranz mies gerisst hat. So findet sie also endlich nach einem halben Jahr die blaue Blüte.
Ja, anders als ein anderer Anime-Antagonist musste sie dafür nicht mehrere Anime-Staffeln und absolut krasse Popmusik-Alben kicken. Durch ihre ganze Reise kennt Fern Frieden zwar ganz gut, aber da sie noch nicht alles weiß, stalkt sie hier und findet Frieden in einer Shisha-Bar auf. In Wahrheit hat sie aber den ganzen Tag damit verbracht, Sachen zu finden, die Fern mögen könnte, da sie eben früher nicht so aufmerksam gewesen ist. Zu ihrem Geburtstag hat sie hier also ein 1A-Geschenk für Fern. Frieden wünscht sich hier einfach nur mehr über ihre Freunde zu erfahren. Dabei liefern die beiden sich auch hier heftige Magie-Battles. Frieden geht sogar so weit und gibt Fern alle Naruto-Filler als Genjutsu in ihren Schädel. Ja, das legt sie natürlich komplett lahm. Viel wichtiger ist aber hier, dass sie danach einfach mal Monkey D. Ruffy am Ende seiner Reise auffinden. Er gibt ihnen hier auch sofort eine Quest, weil ein Dämon, den Frieden nämlich damals versiegelt hat, bald wieder freikommt. Ja, der Bruder hat halt keine Gefängnisfreikarte am Start gehabt. Damals war Qual der Dämon, der übertrieben heftig unterwegs war. Sie konnten ihn also nicht besiegen und mussten ihn versiegeln. Quasi die Shibuya Incident Strategie. Das heißt aber für uns, dass wir jetzt ein richtig heftiges Battle sehen, wo Frieren wirklich ernst machen muss. Okay, nein, der Typ ist nach 80 Jahren halt übertrieben outdated. Das ist so, als würde man versuchen, auf einem Nokia-Handy Cyberpunk zu spielen. Ja, zum Totschlagen würde das Nokia schon ausreichen, aber genug Power hat das Ding schon lange nicht mehr. Die Menschen haben nämlich in der ganzen Zeit ordentliche Zauber geguckt und dadurch ist Quals damaliger heftiger Zauber ziemlich wack geworden. Qual gibt hier aber nicht auf, weswegen Fern ein 1A-Training abbekommt. Sie wehrt aber alles ab, nutzt das Jutsu der Schattendoppelgänger und, naja, gewinnt. Die nächste Quest führt sie dann ans Meer. Ja, einfach nur das Meer. Frieren bleibt sich dabei auch treu und ist ein absoluter Morgenmuffel. Ja, sie wollen hier das Meer für die Leute aufräumen und finden dabei halt die Trümmer von alten Piraten auf. Als sie damit also fertig geworden sind, haben sie etwas ganz Besonderes zurückerlangt. Nämlich ihre Freiheit. Oh ja, Baby, auf das Ruffy Bingo könnt ihr einfach immer zählen. Damals hat Frieren auch das große Neujahrsfest verpasst. Doch dieses Mal kann sie den schönen Moment mit Fern genießen. Damit besucht sie auch mal wieder Eisen. Frieren möchte nämlich einen Gefallen tun, weil sie denkt, dass ihr Homie bald ins Gras beißt. Der Zwerg Brash stirbt zwar nicht so schnell weg, aber sie kann ihm trotzdem helfen. Er sucht nämlich nach Aufzeichnungen von Büchern, die von Flamme geschrieben worden sind. Und ich rede hier nicht von der Flamme, die Gojo auf Snapchat bei all seinen Waifus aufrecht hält, sondern von einer Magierin. Sie, Naruto, runnen also hier rum und Eisen verrät, warum er die Aufzeichnung sucht. Er möchte nämlich den Zauber von Flamme finden, damit sie mit den Toten sprechen können. Er möchte nämlich, dass Frieren nochmal mit Himmel schnacken kann. Dabei erfahren wir auch, dass Flamme niemand anderes ist als Frierens Meisterin vor über 1000 Jahren. Sie checkt also damit hier, dass ihre Meisterin tatsächlich etwas für sie zurückgelassen hat. Nämlich ein originaler Vagabond-Manga-Band auf Deutsch. Jedenfalls erfahren sie durch Flamme, dass ein Ort existiert, wo man mit den Seelen von Verstorbenen reden kann. Das Paradies existiert also wirklich und der Mann, der uns so viel Spaß in unserer Kindheit gebracht hat, Akira Toriyama, ist nun da und hat hoffentlich extrem viel Spaß. Durch diese Entdeckung macht sich unsere Truppe also hier auf zum alten Schloss des Dämonenkönigs. Doch mit dem Kutschen-Uber ist das alles no problemo. Bei der nächsten Sidequest kommen sie dann an ein Dorf, bei dem irgendwie Geister auftauchen. Dabei handelt es sich um ein fieses Monster namens Einsam. Ja, aber eigentlich kann er nur Trugbilder erstellen. So trifft Fern also wieder auf den Old Hiter. Für Frieren taucht hier nicht wie damals ihre Meisterin auf, sondern ihr Lover. Sie Final flasht ihn also und auch Fern kann hier durchziehen. Aber scheiß mal darauf, hier ist einfach mal ein random Drache am Viben. Weil dort ebenfalls ein seltener Manga liegt, wollen sie ihn umbringen. Ja, völlig verständlich. Fern wäre dabei aber beinahe gestorben, weswegen Frieren hier einen Lehrling von Eisen aufsucht. Und Junge, der ist so krass, dass er sogar eine Hakurio-würdige Narbe hat. Ja, was soll ich sagen, ich lese gerade Magi, absolut peak. Genauso wie ich feiert Frieren aber ebenfalls Bücher. Sie sammelt auch nur Zauber, weil sie damals von Himmel immer wieder dafür gelobt worden ist. Also, nun da Eisenschützling stark ihnen beitritt, ist alles easy, weil er ein absoluter Giga-Chat ist. Okay, nein, er ist eigentlich voll der Schisser. Er wurde nur Held des Dorfes, weil der Drache bei ihrem Kampf keinen Bock mehr hatte und weggeflogen ist, weil er einen Esel bangen wollte. Stark ist zwar schon stark, aber er hat ganz schön viel Angst, weil Starks in Serien nicht immer wirklich gut abschneiden.
Als er damals auch bei einem Monster geflohen ist, wurde er von seinem Meister das einzig und letzte Mal ernsthaft angegriffen. Fern glaubt aber hier, dass Stark dieses Mal nicht fliehen wird. Er ist nämlich stark genug, nur der Mut fehlt ihm noch. Also lenkt er hier den Drachen für sie ab. Und Frieren erklärt ihm hier, dass Aizen ebenfalls vor Kämpfen Angst hatte. Doch Angst gehört dazu. Die Angst hält uns am Leben. Jedenfalls ist Stark hier ordentlich am Gucken. Genauso wie Studio Madhouse beim Animieren von dieser Szene. Aizen hat ihn damals auch geschlagen, nicht weil er zu schwach war, sondern weil Stark so stark geworden ist, dass Aizen aus Angst heraus ernst machte. Denn dieser Junge besitzt ein unglaubliches Potenzial. Das stellt er auch hier unter Beweis. Frieren will dann aber nichts machen, da Stark den Drachen schon längst alleine bezwungen hat. Und mit dem neuen Zauber, den sie dadurch bekommen haben, kann Fern nun durch die Kleidung der Leute sehen. Doch ich finde den Zauber jetzt nicht so interessant. Naja, bei mir gibt's auch nicht so viel zu sehen. Tut mir leid. Ach ja, und bei Stark schaut sie dann auch mal rein. Klein. Der ist nicht klein! Erstmal kommen sie hier aber nicht weiter, weswegen sie einen Weg suchen, wie sie den Grenzposten überwinden können. Frieren hingegen wird irgendwie verfolgt. Aber eigentlich nur, weil sie Frieren eben kennen. Und deswegen können sie doch sofort durchgehen. Ja, Frieren wollte das Ganze nicht, weil sie keine Lust hatte auf so eine Menschenmasse. By the way, ist Frieren ja eine Elfe. Und diese sind in der Welt ziemlich selten. Da sie auch keinen starken Fortpflanzungstrieb haben, gibt es auch immer weniger von ihnen. Anders als bei diesen komischen Anime, wo es Fünflinge gibt. Bei der nächsten Stadt finden sie dann auch wieder mal eine Statue von eben Himmel. Er hat zu seinen Lebzeiten so viele Statuen platziert, damit sich Frieren nach seinem Ableben immer wieder an seinen Riss erinnern würde. Aber scheiß mal darauf, denn hier tauchen endlich mal Dämonen auf. Frieren will diesen zwar sofort wegraiden, aber irgendwie ist dieser Johann von Dämon ein Friedensbotschafter. Deswegen wird Frieren hier einfach eingebuchtet. Offenbar hat auch die Dienerin des Dämonenkönigs, nämlich Aura, ihre Kräfte zurückerlangt. Sie hat sich zwar eine Weile mit den Menschen gebieft, aber weil sie dann keinen Bock mehr auf Krieg hatte, haben sie mit ihnen Frieden geschlossen. Frieren weiß aber, dass die Dämonen definitiv böse bleiben, auch wenn sie die Sprache der Menschen drauf haben. Sie fand nämlich damals schon ein Dämonenkind auf. Dieses hat zwar ein Kind umgebracht, aber da die Menschen nicht das gleiche tun wollten wie die Dämonen, wurde das Kind aufgenommen. Und naja, eines Tages hat es dann die gesamte Familie, die ihn aufgenommen hat, gemusern Jackson. Der Dämon wollte nämlich die Tat von damals wieder gut machen und hat deswegen die Familie von einem Kind umgebracht, damit dieses Kind zur alten Familie gegeben werden kann. Ja, dafür wurde er dann komplett geradet. Jedenfalls behält Frieren hier recht. Die Dämonen sind böse und die Menschen sind scheiße nochmal dumm, dass sie ihnen glauben. Genauso wie Zuschauer, die in irgendwelche Influencer-WhatsApp-Gruppen beitreten für Trading-Tipps. Apropos, kommt in meine Gruppe! Ich schwöre, ich poste nur, was ich für Mangas lese. Anyways, die Menschen sind dann doch smart und wollen sich nur an den Dämonen rächen. Aber auch der Vater des Dämonen wurde umgebracht. Da dieser nun ihre Sprache kann, hatte er nämlich Attack on Titan geschaut und möchte keinen Streit mehr. Ja, ihm wird zwar geglaubt, aber die Sache ist die, dass der Bruder gar keinen Vater hat, weil, naja, wie soll ich sagen, er heißt einfach Lügner und ist nur am Lügen. Im Knast möchte dann der andere Dämon Frieren erledigen. Frieren juckt das aber mal so gar nicht und sie one-spelled girl den Dude einfach weg. Ja, der Bruder wird einfach easy peasy auseinandergenommen. Aber gut, ich sag mal so, er kann froh sein, denn der letzte Anime-Charakter mit grünen Haaren und Fäden als Fähigkeit, naja, bei dem wurde der Nussknacker ausgepackt. Die Gegner sind hier aber eigentlich nicht ohne. Die sind nämlich so krass, dass sich Stark sogar in die Hose gemacht hat. Und wegen dem Mord an der Wache glauben die Menschen jetzt doch wieder, dass Lügner ein Lügner ist. Deswegen zeigt er auch mal sein wahres Gesicht und macht auf Blutbändiger. Auch Graf Granat bekommt dabei ordentlich was ab. Sie brauchen ihn hier aber noch, um die Barriere der Stadt außer Kraft zu setzen. Frieren taucht dann einfach mal im Akatsuki-Drip auf. Oder ja, sie ist hier undercover unterwegs, damit sie nicht wieder eingebuchtet wird. Außerdem bringt Frieren ihrer Truppe die weißhaarige Anime-Charakter-Philosophie bei. Wer schon vor einem Kampf Angst hat, kann gar nicht gewinnen. Also, in der Nacht legen sie sofort los und Fern jukt Lügner komplett weg. Er bekommt dabei sogar richtige Frieren-Flashback von dem Ass-Whooping, was er damals von ihr kassiert hat. Und auch sie ist wieder hier, um Dämonenärsche zu klappen. Junge, sie hat sogar in ihrer Vergangenheit mehr Dämonen-Cheeks geklappt als der Protag von To Love Ru. Aura, ihre Anführerin, hat hier aber auch eine Armee voller Dragon Ball Power Scaler Fans. Weil naja, die haben alle keine Köpfe.
Sie hat hier auch eine Waage, mit der sie andere kontrollieren kann. Wer hier mehr magische Energie hat, kann den anderen einfach kontrollieren. Weil Aura auch so krass ist, konnte sie also immer alle zu ihrer Marionette machen. Während sie also fighten, serviere, naja, keine Ahnung, ich den anderen ein bisschen Tee. Stark möchte ich hier aber Frieren helfen und dabei sieht er voll badass aus. Ich werde Frieren auf Knien anflehen, dass sie zurückkommen soll. Oh. Dabei werden sie auch sofort aufgespürt und fangen hier sofort an mit ihren kleinen Tänzchen. Weil Lügner aber Fern unterschätzt, befreit sie sich und setzt ihn fest. Der Dämon denkt hier, er ist schneller, aber Fern ist sogar schneller im Zaubern als eben Frieren. Also, Fern macht hier auf Son Goku Prime und Ultra Instinkt sich hier durch. Doch ihre Offensivkraft kommt hier eher von ihrer Haarfarbe. Sie ist nämlich ultra-ego-mäßig unterwegs. Bei Stark sieht es nicht so gut aus. Seine Gegnerin hat nämlich den gleichen Kampfstil wie sein Meister Aizen und deswegen geht er komplett zu Boden. Doch die Lektion Nummer 1 von seinem Sensei Aizen war es, immer wieder und wieder aufzustehen. So macht er also weiter. Er kassiert zwar wieder einen Treffer, aber tankt es einfach weg, um Linie mit einer geraden Linie auseinanderzunehmen. Und auch Fern, naja, wie soll ich sagen, pulverisiert ihr Date. Dieser versteht dadurch auch, dass sie als auch Frieren ihre Kraft die ganze Zeit zurückgehalten hat. Damals nahm Flamme auch Frieren auf, weil sie merkte, wie stark sie eigentlich ist. Auch das Dorf von Frieren wurde damals von Dämonen ausgelöscht. Sie ist auch diejenige, von der Frieren gelernt hat, wie man seine Kräfte unterdrückt, um Dämonen auszutricksen. Aura merkt also hier gar nicht, wie stark Frieren wirklich ist. Die Dämonen sind dabei nicht in der Lage, ihre Kräfte runterzuschrauben. Bei den Menschen entscheidet, wie wir alle wissen, der Drip, den jeweiligen Rang der Person. Bei den Dämonen bestimmt es die Stärke, also wäre es für sie unnatürlich, diese zu unterdrücken. Und mit dem Stärkeunterdrücken konnten sie eben das Kryptonit der Dämonen herausfinden. Flamme hat Frieren also hier 50 Jahre lang ausgebildet. Und als sie dann gestorben ist, hat Frieren ihren Wunsch erfüllt und um ihr Grab viele Blumen gezaubert. Sie machte danach also weiter mit dem Training, hat Minecraft gezockt, mit Totoro gespielt, das SAO Alicization Intro nachgebaut und dann ist sie den Trupp beigetreten. Damit kommen wir auch wieder zurück ins Hier und Jetzt. Aura nutzt nämlich ihre Waage und naja, diesen Gamble hätte sie wohl besser nicht eingehen sollen. Denn Frierens magische Kraft ist natürlich viel größer. Aura, bring dich um. Gleich danach finden sie auch raus, dass Frierens Zaubererlizenz abgelaufen ist. Sie müssen also eine neue Lizenz beantragen, was ganz schön dumm ist, da die Prüfungsstelle äußerst weit weg ist. Sie liegt nämlich in äußerst. Ja, sie verlaufen sich dann im Schnee und treffen auf, keine Ahnung, einen Kniebeugen-Pro. Auch der Bruder ist hier eine Elfe und sein Name ist Kraft. Sie viben dann also ein wenig miteinander rum und haben dann einen religiösen Talk. Frieren glaubt zwar nicht an einen Gott, doch Kraft ist fest davon überzeugt. Er möchte nämlich unbedingt von einer Waifu gelobt werden, da alle Menschen, die er kennengelernt hat, sowieso wegsterben, will er wenigstens eine Person treffen, die von all seinen Taten Bescheid weiß. Er sagt hier auch das gleiche wie damals Heiter. Wenn Frieren nicht an einen Gott glaubt, dann loben sie eben Frieren für ihre Taten. Dann, naja, zieht er ab und kommt wieder, wenn, keine Ahnung, Dortmund mal wieder Meister wird. Also so in 20 Jahren. Dann gibt Frieren aber den Geist auf, weil sie zu müde ist. Und in der nächsten City werden sie dann von einem kleinen Kiddo begrüßt, die nämlich die Anführerin des Dorfes ist. Erstmal werden aber kleine Wauwaus genuked. Diese wollen noch irgendwas von der Höhle. Außerdem haben sie einen großen Anführer, der natürlich nicht juckt, weil in der Serie wird fast alles gewonshottet. Die Gefahr ist zwar gebannt, aber Stark versteht hier nicht, warum das Schwert des Helden hier ist. Eigentlich sollte dieses doch Himmel vor über 80 Jahren rausgezogen haben. Die Wahrheit ist hier aber, dass Himmel gar nicht das Schwert aus dem Stein ziehen konnte. Doch obwohl Himmel ein falscher Held war und eben nicht auserwählt wurde, konnte er der Welt Frieden bringen, indem er den Dämonenkönig bezwungen hat. Er hat einfach das Spiel ohne Schwert durchgespielt. Das ist so, als würde man Dark Souls nackt spielen. Als Charakter und vor dem Bildschirm. Nach einer kleinen Weile hat Stark dann noch Geburtstag, was Fern vollkommen vercheckt hat. Frieren hat aber schon ihr Geschenk am Start. Nämlich etwas, was Männer über alles lieben. Ein Trank, der die Kleidung verschwinden lässt, oder eine Grafikkarte, oder ein Bier, oder ein Roboter, oder ein selbstgebasteltes Laserschwert, oder Frierens Badewasser, oder eine neue Staffel seines Lieblingsanime, oder ein neues Ruffy-Video. Jedenfalls gönnt sich Fern hier das Fläschchen und schaut sich Frierens Buddy an. Fern sucht also den ganzen Tag Stark und hat ihn so richtig vermisst.
Diese Wolke sieht aus, als hätte sie riesige Möpse. Ja, yeah, so viel dazu. Ben spielt hier mit offenen Karten und sagt, dass sie kein Geschenk hat, was Stark hier ordentlich überrascht, weil er noch nie ein Geburtstagsgeschenk bekommen hat. Seine Familie hat ihn nämlich nie wertgeschätzt. Schwächlinge hatten bei ihnen nie einen Wert. Nur sein älterer Bruder war von Belang für seinen Dad. Sein Bro war aber immer korrekt zu ihm. Doch eines Tages wurden sie von Dämonen angegriffen. Stark bekam dabei Angst und ist geflohen. Jedenfalls bekommt Stark hier erstmal von fern ein kleines Geschenk. Und Frieren hat für ihn einen Fleischklops vorbereitet. Das ist nämlich eine klassische Speise für eben Krieger. Wodurch wir auch mal sehen, dass Stark damals nur geflohen ist, weil sein Bruder ihm dies befohlen hat. Auf ihrer weiteren Reise treffen sie dann auf Zayn, der damals einen Homie hatte, mit dem er durch dick und dünn ging, bis dieser eben auf ein Abenteuer ging und ihn zurückließ. Der Freund wollte dann doch mit ihm auf Reisen gehen, aber Zayn lehnte ab. Eigentlich wäre das Ganze auch irrelevant, aber weil Stark sich beißen lässt, müssen sie nochmal in die Stadt von Zayn und, naja, nehmen seine Hilfe in Anspruch. Dieser kann ihn aber ziemlich easy heilen. Sein Bruder ist zwar der Pastor der City, doch er ist derjenige mit dem magischen Talent. Zayn wollte immer ein Abenteurer werden, aber bekam nie richtig die Chance dazu. Stark möchte ihn deshalb rekrutieren, aber wird komplett abgeschmettert. Wenn er aber eine Runde Yugi gegen ihn gewinnt, würde er beitreten. Ja, leider hat Stark keine Ahnung von Handtraps und wurde komplett ausgenommen. Zayn aber auch. Er möchte hier auch immer noch nicht beitreten, weil er glaubt, dass seine Zeit schon vorbei ist. Er benimmt sich also hier genauso wie Frieren, als Himmel sie damals rekrutierte. Er schmollt dann auch rum und kommt immer noch nicht mit. Unsere Truppe bleibt hier aber hartnäckig und fragt ihn jeden Tag weiter. Da sie damit nicht weiterkommen, fragen sie mal, was Zayn eigentlich so gefällt. Und naja, sein Bruder sagt ihm, dass er, keine Ahnung, MILFs mag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er steht halt auf ältere Frauen. Womit er bei Frieren eigentlich an der richtigen Adresse ist. Sie ist immerhin über 1000 Jahre alt. Doch, naja, Zayn hat sich die alte Frau mehr so oder so vorgestellt. Jedenfalls will Zayn hier nicht gehen, weil er seinen Bruder nicht alleine lassen möchte. Er hat damals nämlich zugehört, als Heiter seinen Bro rekrutieren wollte. Dieser wollte aber seinem Bruder nicht die Heimat wegnehmen, weswegen er geblieben ist. Und darum will er nun auch hier bleiben. Dafür gibt es aber eine fette Backpfeife von seinem älteren Bro. Denn dieser hat seine Entscheidung niemals bereut. Anders als Zayn. Er bereut seine Entscheidung nämlich jeden Tag. Er fasst sich also hier ein Herz und tritt unserer Gruppe doch nochmal bei, um seinen alten Freund zu finden. Ja, dann kommen wir irgendwie zu einem Beef zwischen Fern und Stark. Zayn macht also seine Flippe an, macht auf weisen Anime-Opi und schlichtet den Streit. Er findet hier aber, dass er nicht so weise ist wie Heiter. Doch Frieren macht ihn dabei klar, dass Heiter das tut, was alle Erwachsenen tun. Wir tun nur alle so, als würden wir wissen, was wir tun. Naja, unsere Truppe wird dann von einem Vogel aufgenommen. Bevor dieser dann eine Bruchlandung hinlegt, köpft Frieren das Ding. Sie landen zwar hart, aber haben das Ganze überlebt. Selbst Jean Kirstein geht's gut. Doch dabei hat Frieren ihr Geschenk von Himmel verloren. Während sie also ihre Kutsche reparieren, sucht Frieren ihren Ring. Aber der NPC-Kutschenführer hat zufälligerweise einen Zauber für das Finden von Schmuckstücken parat. Und hey, ich kann Frieren schon verstehen. Ich meine, wenn Himmel mir den Ring so Rizzy-mäßig angelegt hätte, dann hätte ich auch ewig danach gesucht. In der nächsten Stadt, in der sie ankommen, sind irgendwie alle am Schlafen. Sie wurden hier nämlich von einem Dämonen verflucht. Flüche sind hier Zauber von Dämonen, die Menschen noch nicht erklären konnten. Anders als sie bei Jutsu Kaisen, wo Flüche, keine Ahnung, nur am Mobben sind. Jedenfalls geht hier einer nach dem nächsten down. Stark, Fern und sogar Frieren. Alleine hätte Zayn zwar keine Chance, aber weil er mit seinem Zauber jemanden für 5 Sekunden wecken kann, macht Frieren ein Comeback, haut das Ding um und Zayn bekommt dann Props von der Dorfmilf. Bevor sie dann in die nächste Stadt gehen, wird Stark von Fürstorden, einem Adligen, mitgenommen. Der Sohn von ihm ist nämlich vor 4 Wochen gegen die Dämonen gestorben. Da aber niemand davon was mitbekommen hat, möchte er nun Stark als seinen neuen Sohn einsetzen. Dafür bekommt unsere Truppe sogar 10 Bitcoins. Er macht hier also einen Tanztrainings-Arc, rockt den Ball voller reicher Krypto-Trader und zieht dann weiter. Frieden besucht dann auf ihrer Reise einen alten Anime-OP, den sie von damals kennt. Aber hey, so bekommt Stark immer ein fettes Training von ihm. Der OP beschützt hier auch das Dorf seit Jahren. Schon vor über 80 Jahren war er dabei, weil er es eben seiner Wifey versprochen hat. Obwohl er sich mittlerweile gar nicht mehr an ihr Gesicht erinnern kann. Im nächsten Dorf bekommen sie dann nach einer Sidequest die Info, dass Zayns Homie von damals, Gorilla der Krieger, sich in einer ganz anderen Richtung als ihr aktuelles Ziel äußerst befindet. Wegen einem Schneesturm sitzen sie dann auch einen Monat in einer Stadt fest. Er hat also Zeit zum Nachdenken und entscheidet sich dazu,
und dass er nichts bereuen will. Auch wenn er seine neue Truppe schätzt, trennt er sich hier erstmal von ihnen, um seinen Homie zu finden. Leider wird genau dann Fern schwer krank. Sie machen sich also dann auf die Suche nach Dr. Baders Kirschbaum, um sie zu heilen. Daraus brauen sie dann eine Brühe und mit ein paar anderen Sachen macht das Ganze Fern wieder fit. Womit wir endlich in Äußerst ankommen. Dort müssen sie die Prüfung absolvieren, damit sie einen Magier des ersten Ranges haben. Denn damit hat man die Erlaubnis, auf die nördliche Hochebene zu gehen. Und weil Frieren Himmel vermisst, schaut sie sich den Himmel eines jeden Mann an. Damit kommt auch ein neuer Charakter ins Spiel, nämlich Übel, die Twitter, naja, ganz normal aufgenommen hat. Außerdem ist hier auch Stark wieder mit von der Partie. Er hilft ihr zwar im Kampf, doch Übel ist auch alleine übelst krass und auch sie möchte hier die Prüfung ablegen. Damit trainieren sie also hier 2 Monate vor der Prüfung und steppen dann dorthin, als wären sie im Shibuya Opening. Übel ist übrigens auch ein Hisoka, denn die letzte Prüfung hat sie nur vergeigt, weil sie einen Prüfer umgebracht hat. Und auf Schulenprüfung angelehnt gibt es hier erstmal einen Kampf in 3er-Teams. Frieren ist dabei mit 2 Kiddos im Team und Fern macht mit Übel Bekanntschaft. Man muss bei der Prüfung auch hier einen Vogel in einen Käfig fangen. Aber hey, wenigstens können Frierens Mädels zusammen den Vogel catchen. Nur ist der irgendwie übelst stark. Erstmal beobachten sie also die Vögel und in der Nacht werden sie von einem extrem ungemütlichen Vogel angegriffen. Doch Mama Frieren regelt das mit Schellen. Bei Ferns Truppe läuft es aber wesentlich besser. Sie konnten den Vogel schon catchen. Und das ist auch echt krass, weil die Dinger einfach mal in Schallgeschwindigkeit fliegen können. Doch auch ihre Truppe wird angegriffen, was Übel aber übelst hyped. Bevor sie dann aber kämpfen, bemerken sie noch eine krassere Magie. Frierens Kiddo hat nämlich hier die einzige Wasserquelle komplett eingefroren, womit sie nicht mehr auf die Vögel campen können. Denken bemerkt auch hier, dass die Truppe von Frieren das Wasser leicht mit magischer Kraft aufpumpt. Das tun sie, damit die Vögel sich vom Wasser fernhalten und zu der Wasserstelle kommen, die eben übrig bleibt. Dafür wendet Frieren noch einfach mal Setsu an, damit sie nicht aufgespürt wird. Nachdem extrem viele Tiere vorbeigekommen sind, die Frieren nicht bemerkt haben, kommt ein Vöglein an ihre Schulter, den sie dann mit ihrer Attacke, die sie von Gotenks gelernt hat, einfangen kann. Doch damit wollen sie nun die anderen packen. Auch bei Fern geht es ordentlich ab. Frieren hat ihr zwar nur Basismagie beigebracht, aber diese jallert ordentlich rein. So kann sie auch ihren Gegner wegnuken. Übel hingegen kämpft hier gegen Wirbel, der schon Erfahrung hat im Kampf mit der Dämonenarmee. Weil sie sich dann aber nicht mehr bewegen kann, übergibt sie hier ihren Vogel. Doch das aber nur, weil sobald Wirbel wegschaut, sein Lähmungszauber nicht mehr funktioniert. Doch der Move von ihr reicht hier nicht aus, weswegen sich Wirbel Zeit nimmt und ihr seinen Flashback droppt. Im Krieg wurden nämlich damals sogar Kinder in den Kampf geschickt. Er meint also hier, dass er durchaus bereit dazu ist, zu töten. Übel hat aber schon längst gemerkt, dass Wirbel nicht einfach so Leute umbringt. Bevor er dann aber wirklich durchziehen kann, kommt Fern zum Supporten dazu. Und weil Fern behauptet, dass sie Wirbels Teammitglied ins Reich der Schatten geschickt hat, zieht er ab, da man hier nur mit voller Truppe gewinnen kann. Und irgendwie erinnert nämlich sein kompletter Flashback an einen anderen Anime. Ich werde jeden einzelnen von diesen bescheuerten Dämonen umbringen. Und wenn ich das geschafft habe, kannst du wieder zurückkommen. Jedenfalls hat ihre Truppe dann doch nochmal Glück und findet selbst eine Stille. Also, zurück zu Frieren. Ihr Vogel wird von Laufen geklaut. Das wahre Problem ist aber Denken, der echt stark ist. Sein Partner erzählt auch hier von Serie. Sie ist nämlich vor einem halben Jahrhundert aufgetaucht und hat den Magierverband gegründet. Sie kennt auch beinahe alle Zauber und wenn man auf Rang 1 aufsteigt, kann man sich einen Zauber von ihr aussuchen. Denkens Partner macht hier also auf Babysitter und Denken kämpft gegen Frieren. Wodurch wir erfahren, dass auch Frieren damals mit Flamme bei Serie war. Denn Flamme war eine Schülerin von dieser. Auch Serie hätte den Dämonenkönig besiegen können, aber sie liebt den Kampf und hat demnach keinen Bock drauf gehabt. Also, Denken und Frieren fetzen sich hier so richtig auf Dragon Ball Z angelehnt. Aber egal was Denken rausholt, gegen Frieren bringt das alles rein gar nichts. Weil Denken hier auch down ist, macht dann der andere Homie von ihm so richtig ernst. Die Barriere, in der sie kämpfen, wurde hier auch eigentlich von Serie errichtet. Doch Frieren hat sie analysiert und löst sie hier auf. Dadurch bekommt nämlich ihr Teammate Lawine mit dem Regenwasser als Wassermagierin einen ordentlichen Boost. Und so kann sie Richter ordentlich hinrichten. Nach einer Weile trifft dann aber Denkens Truppe auf eine andere. Aus Respekt, weil diese Gruppe keine Magie mehr einsetzen kann, möchte er es dann so Frankfurter Hauptbahnhof-mäßig regeln. So können sie also doch nochmal ein Vöglein gewinnen und 6 Gruppen kommen damit in die nächste Runde. Bevor es aber weitergeht, haben sie noch ein bisschen Zeit zum Chillen. Übel und Brillenschlange chillen auch hier ein wenig.
wodurch wir merken, dass Übel einfach Kakashi ist. Sie kann Magiezauber nämlich kopieren. Sie hätte auch Wirbel umbringen können, aber sie wollte eben ein wenig Spaß mit ihm haben. Wir fackeln aber nicht lange und kommen direkt zur nächsten Prüfung, nämlich mit der Prüferin Sense. Sie müssen aber hier nur ein Labyrinth absolvieren. Sie bekommen auch hier alle einen Golem, der als Sicherheit da ist, falls man keinen Ausweg mehr im Labyrinth sieht. Bei der Labyrinthprüfung machen dann einige auf Alleingang und andere gehen in Gruppen los. Eine von ihnen verkackt aber, wird gefangen und muss deswegen Elemental Clayman benutzen. Wirbels Truppe trifft dabei auf, naja, Wirbel, da dieses Labyrinth hier Doppelgänger erschaffen kann. Was natürlich ein Problem ist, weil der Final Dark Souls Boss von diesem Dungeon hier frieren ist. Der Dämon, der dafür verantwortlich ist, heißt hier natürlich Spiegel, aber nicht Spike. Jedenfalls haben sie hier gegen Frieren natürlich keine Chance. Für Übel sieht es auch übel aus, weil sie ebenfalls gegen sich selbst ran muss. Ihr Partner Brillenschlange wurde dabei schon bös von ihr erwischt. Das Original ist aber immer besser als die Kopie. Das hat schon Goku Black bewiesen. Auch wenn sie krass ist, muss Übel nur durchhalten und Glück haben. Und naja, keine Ahnung, wegen ihrer Achsel ist auch die Anime-Community ein weiteres Mal komplett durchgedreht. Genauso wie Übels Kopie, die hier das Original festsetzt. Brillenschlange kommt dabei aber dazu, lenkt den Übelklon ab und so kann sie ihre Kopie fetzen. By the way, hatte der Kameramann besonders viel Spaß bei dieser Szene hier. Auf der anderen Seite findet Frieren einen Geheimgang zu einer Schatzkammer. Danach kommen sie zu Denken, der den Kampf gegen Frieren aufgegeben hat. Die anderen müssen dabei gegen Senses Kopie ran. So kommt die Truppe eben nicht davon. Und deshalb erklingt für sie der letzte Gong. Womit wir zurück zum Endboss kommen. Fern glaubt hier, dass sie Frieren mit roher Gewalt besiegen kann. Außerdem gibt es doch eine Schwachstelle von Frieren. Wenn sie Magie einsetzt, kann sie nämlich für einen kurzen Moment keine Magie aufspüren. So können sie also einen Plan basteln, um Frieren zu besiegen. Und das Ganze wird halt wirklich zu einem richtig heftigen Dark Souls Gefetze. Frieren lenkt also hier ab und Fern sucht eine Gelegenheit, sich zu verstecken. Wir werden hierbei unterbrochen von einem Flashback, in dem Frieren das Erbe von Flamme an Siri übergeben hat. Flamme hat sich nämlich dafür eingesetzt, Magie für alle verfügbar zu machen. Das geht aber genau gegen das, was Siri möchte. Und obwohl die beiden Elfen so viel länger leben, war Frieren damals schon fest davon überzeugt, dass die Menschen sie eines Tages überflügeln werden. Und verdammt nochmal wird sich hier gefettet. Ich meine, die Animatoren wurden komplett auseinandergenommen. Frieren fühlt hier auch einfach mal ihren inneren Mecha Protag. Doch selbst mit dieser Ablenkung klappt Ferns Überraschungsangriff einfach überhaupt nicht. Die anderen nehmen hier auch ihre Kopien auseinander. Die Kopien sind zwar alle gleich stark, doch den Vorteil, den die Magier haben, ist es, dass sie sich zusammentun können, um ihre Schwächen auszunutzen. Doch Senses Kopie macht immer noch Probleme. Übel kann es hier aber mit ihr aufnehmen. Mit ihrer Schneidefähigkeit ist sie nämlich nicht so lame wie damals mein Zigzags. Nein, sie ist so krass wie Sukuna. Sie muss also Senses Kopie nur mehr ficken als mein Friseur mich manchmal. Sie ist auch eigentlich echt crazy, weil, naja, bei der letzten Prüfung gab es einen Homie auf Rang 1, der krassen Drip hatte und mit seinem Mantel alle Zauber abwehren konnte. Übel hat sie ihn aber übelst krass gedribbelt. Ihr Zauber ist an sich zwar simpel, aber wegen ihrer starken Vorstellungskraft ist sie komplett broken. Und naja, so können sie hier Sense ebenfalls auseinandernehmen. Beim Mainfight geht es auch absolut ab. Sie ziehen hier auch ihr allerletztes Ass. Frieren gibt sich eine Blöße, damit ihre Kopie nachzieht und Fern eine Lücke findet. Bevor Frieren dabei selbst drauf geht, haut Fern also rein und fetzt die Kopie. Sie steht dann aber immer noch absolut alphamäßig rum und schießt Fern komplett weg. Doch die echte Frieren konnte dadurch selbst eine Lücke finden und doch nochmal den Kampf gewinnen. Damit zerstören sie den Dämon und clearen den Dungeon. Und der Preis dafür ist, dass Frieren mal wieder auf einen Mimic reinfällt. Damit geht es also weiter. Weil aber durch Frieren viel zu viele Leute die Prüfung bestanden haben, macht Serie die letzte Prüfung selbst. Sie müssen also hier nur mit ihr quatschen. Da verlieren sogar Leute nur beim Reinkommen. Auch Frieren fällt hier durch, weil sie den Blumenzauber als einen nannte, den sie besonders findet. Das war für Serie einfach zu langweilig. Und wir bekommen dabei diesen anderen Plot-Twist, weil Himmel Frieren schon als Kind getroffen hat. Er war damals alleine und Frieren hat ihm geholfen. Und auch ihm hat sie die Blumen hergezaubert, die ihn damals sehr faszinierten. Frieren ist hier der Überzeugung, dass das Zeitalter der Menschen begonnen hat und Fern ganz sicher auf Rang 1 aufsteigen würde. Sie ist auch hier die Einzige, die bemerkt hat, dass Serie ihre magische Kraft verschleierte.
Nicht mal die Magier auf Rang 1 konnten dies bemerken. Seria möchte Fan also als Lehrling, doch sie lehnt ab, weil sie eben treu bleibt. Nicht so wie Dortmund-Spieler. Wie dem auch sei, Fan hat es hier tatsächlich geschafft, auf Rang 1 aufzusteigen. Und weil in Denken im hohen Alter noch extrem viel Feuer lodert, besteht er ebenfalls. Das gleiche gilt für Übel, weil ihr kann niemand widerstehen. Und Brillenschlange ist besonders krass. Während der gesamten Prüfung war sein echter Körper nämlich chillig am Tee trinken. Also besteht er auch. Das gleiche gilt für Wirbel als auch Methode. Und damit geht die Schulenprüfung zu Ende. Gut, der Lehrling von Serie, nämlich Lernen, schiebt sich dann heftige Minderwertigkeitskomplexe, weil er in einer friedlichen Zeit gelebt hat und demnach keine Klassenkriege führen konnte. Also will er hier Frieren töten, um sich einen Namen zu machen. Er kann sie zwar verletzen, Frieren nimmt das Ganze aber chillig auf und regelt das Ganze mit Talk no Jutsu, indem sie davon erzählt, dass Serie ihr erzählt hat, dass sie sich an jeden einzelnen ihrer Schüler erinnern kann. Und damit kommen wir mal zu dem Zauber, den sich Fern von Serie ausgesucht hat. Ja, sie hat einen Zauber bekommen, mit dem ihr Drip immer clean ist. Und das, meine Damen und Herren, waren die Abenteuer von Frieren. Es geht zwar noch weiter, aber das erst in Staffel 2.